Einmal ein Wunder geschehen und dann werden tausend Märchen wahr. Ja. Guten Tag, liebe und grüß Gott, liebe Zuschauer. Ja, dann werden 100 oder was Märchen wahr. Das war 1942 aus dem Film Die große Liebe, Zarah Leander. Man kann jetzt noch nicht sagen, dass es ein Durchhalteparolenfilm war, aber es wird einmal ein Wunder geschehen. In die Richtung geht es schon. Und man hat das Gefühl, dass die Bundesregierung auch auf diesem Fundament ihre gesamte Politik aufbaut. Ja. Also 100 Märchen wahr, den Elefanten, den sehen wir nicht mal, oder nicht nur den, sondern die, wie viele es auch immer sein mögen, Elefanten, sehen wir nicht und benennen tun wir sie gleich gar nicht. Habeck, Grüne, Baerbock, aber die gesamte Bundesregierung hat sich hier komplett irgendwie energiepolitisch vergaloppiert, wäre noch eine milde Beschreibung dieses absoluten Inkompetenzwirrwarrs. Ja. Wir gehen noch mal ein bisschen in die Zeit zurück. Wir haben hier die Frau Baerbock vom März 2022. Ja, auch Deutschland steigt vollständig aus russischen Energieimporten aus. Aus Kohle bis Ende des Sommers. Öl halbieren wir bis zum Sommer und werden bis Jahresende bei Null sein. Und dann folgt auch Gas, und zwar in einem gemeinsamen europäischen Fahrplan, denn unser gemeinsamer Ausstieg, der Komplettausstieg der Europäischen Union, das ist unsere gemeinsame Stärke. Genau, ja, sage ich auch immer. Man fühlt sich, es fühlt sich irgendwie nicht so wirklich an, als ob das wirklich dem Ganzen ein Plan als Basis irgendwo dasteht. Was haben wir? Wir kriegen kein Öl, wir kriegen keine Kohle, wir kriegen kein Gas, LNG-Terminal, das sind alles Zukunftsszenarien. Katar sagt nein, Vereinigte Arabische Emirate, es ist Norwegen, sagt ja ein bisschen was haben wir oder was. Da andere Länder sagen, ja, Moment mal, es ist jetzt nicht so, dass wir auf euch gewartet haben und ihr sagt go und wir haben dann irgendwie Gas für euch übrig. Ja, das muss erst erschlossen werden. Teilweise ist auch gar nicht so viel da, dass die Deutschen da jetzt sagen könnten, ja, wir nehmen euch jetzt einfach statt von den Russen von euch ab. Ja, wie gesagt, das ist, scheint auch den Grünen wirklich vollkommen egal zu sein. Ja, der Eindruck, der drängt sich förmlich auf, sagen, ja, mein Gott, dann müssen halt die Deutschen frieren und die Industrie, ja, mein Gott, warum nicht, ja, was soll's, ja, ist auch, Frau Baerbock hat auch kürzlich gemeint, der Krieg in der Ukraine ist ein Booster für den Klimaschutz, ja, dann wird es wohl so sein. Hier haben wir Herrn Habeck, das ist auch im März 2022. Heute versucht Deutschland in nur 2 Jahren aus russischen Erdgaslieferungen auszusteigen. Jetzt rechnen wir damit, dass wir schon im Sommer 24 bis auf wenige Anteile uns unabhängig von russischem Gas gemacht haben können. Das ist also das Ziel der Bundesregierung. Die russischen Gasimporte betrugen 2021 noch 46 Milliarden Kubikmeter und sollen bis 2024 stark sinken. Doch es gibt ein Problem. Die Langfristverträge, die funktionieren nach dem Prinzip Take or Pay. Die Take-or-Pay-Klausel bedeutet, du musst jedes Jahr eine Mindestmenge abnehmen. Ansonsten musst du für das Gas bezahlen, das du nicht abgenommen hast. Jack Sharples arbeitet beim renommierten Oxford-Institut für Energiestudien in England. Seinem Institut liegen Informationen über die geheimen Langfristverträge Russlands mit Deutschland vor. Exklusiv erhält Frontal einen Einblick. Die Zahlen sehen nicht gut aus. So gut wie alles Gas, das Deutschland derzeit aus Russland importiert, ist an Langfristverträge mit Take or Pay gebunden. Bis mindestens 2030 40 Milliarden Kubikmeter pro Jahr. Die deutschen Abnehmer müssen dafür bezahlen, so oder so.
Wenn Deutschland seine russischen Gasimporte unter diese Mindestabnahmemenge senkt, dann muss Deutschland für das Gas bezahlen, das es nicht bezieht. Das ist für Gazprom sogar besser. Gazprom kriegt Geld für nichts. Money for nothing. Money for nothing. Da gab es mal einen tollen Song von Dire Straits. Also gut, was bedeutet das? Davon wird überhaupt nicht mehr gesprochen übrigens. Gasausstieg bis 2024, bis 2030 haben wir Verträge. Das ist auch vollkommen aus den Medien raus, dass das natürlich auch nicht gerade zu einer Verbilligung beiträgt, wenn wir praktisch doppelt bezahlen. Also hier bei den Russen das Gas, was wir nicht bekommen und nicht bekommen ist gut, nicht haben wollen. Und dann aus anderen Quellen Gas, was aber auch bezahlt werden will. Ja, also praktisch doppelter Preis. Super. Man muss aber dazu noch sagen, ja, Moment, bevor wir zu dem Ausschnitt kommen, es geht auch aus dieser Frontalreportage hervor. Es ist nun mal so, die BASF hat Anfang, wann war das, 2005, natürlich unter Schröder, die Gelegenheit bekommen, mit Russland einen großen Deal abzuziehen. BASF liefert Technologie zur Gasförderung. Dafür bekommt Deutschland billiges Gas. Das war auch ein wesentlicher Teil des Erfolgsgeheimnisses Deutschlands in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, oder 15 Jahren, mit billiger Energie großartige Produkte fertigen. Ja, das ist jetzt auch vorbei, obwohl eigentlich das Geschäftsmodell ganz gut funktioniert hat, muss ich sagen. Ja, aber jetzt ist es halt, es sind die Grünen, die wollen das nicht mehr. Damals waren sie übrigens auch in der Regierung unter Schröder, hatten sie nicht so ein Problem mit der Gasgeschichte. Auch interessant, aber das sind ja auch ganz andere Leute, die haben ja mit gar nichts mehr was zu tun, die da heute sitzen. Und was bedeutet das für uns? Nicht nur, dass das Heizen noch teurer wird, ja, wenn wir jetzt nicht mehr das billige Gas aus Russland haben wollen, also wir ja schon, aber die Regierung nicht, sondern natürlich auch für die Industrie. Das heißt dann, alles wird nochmal und nochmal teurer. Ja, Inflation, hallo. Wir sind in einer ernsten Situation. Dieses Land muss zusammenstehen und sagen, Putin hat das Gas, aber wir haben die Kraft. Ob es reichen wird, ist abhängig vom Kollektiv. Gazprom hat aktuell heute angekündigt, ab übermorgen die Gaslieferungen jetzt erneut wieder zu reduzieren. Es sollen nur noch 20% fließen. Ja, machen wir das lieber mal so. Nein, Putin nutzt die Mittel, die er hat. Das ist ja keine neue Situation und auch in keinster Weise überraschend. Seit Anfang des Jahres ist dieses Szenario eine ernste Bedrohung. Und das ist auch häufig genug in Talkshows und in Nachrichtensendungen erklärt und beschrieben worden. Wir sind darauf vorbereitet. Aber es ist natürlich eine ernste Situation. Also wenn jetzt irgendjemand überrascht ist und sagt, oh, wir sind abhängig von russischem Gas und Putin könnte es einsetzen, dann hat er, was haben denn die Leute denn das letzte halbe Jahr gemacht? Wir sind in einer ernsten Situation. Es wird auch Zeit, dass das alle verstehen, dass wir dieses Gefühl von, naja, es ist Sommer, es wird schon nicht so schlimm kommen, endlich ablegen. Wir müssen die Gasverbräuche runterbringen. Daran arbeiten wir, daran haben wir die ganze Zeit gearbeitet. Und wie geht es weiter, indem wir unsere Maßnahmen konsequent umsetzen und dieses Land zusammensteht und sagt, ja, Putin hat das Gas, aber wir haben die Kraft. Aber wenn von heute auf morgen kein Gas mehr aus Russland kommt, welche Einschränkungen würden wir denn zuerst merken? Dann kommt ja noch Gas aus Norwegen, aus den Niederlanden. Dann kommt Gas aus den Importterminals, die wir aufbauen und die schon da sind. Und wir arbeiten mit Hochgeschwindigkeit daran, dass mehr Gas kommt. Es wird also Gas in 2, 3, 4 Jahren, ja, realistisch. Gasterminals, Pipelines und dann auch, wie lange es dauert, im Vergleich zu einer Pipeline, das Zeug von irgendwoher per Schiff hier ranzubringen, ja, wird einfach mal unter den Tisch fallen gelassen. Nach Deutschland und nach Europa kommen. Wir werden auch in der Lage sein, die Speicher weiter zu füllen. Wie schnell und wie groß, das wird sich zeigen. Das ist ja eine physikalische Verfügbarkeit, die dann an ihre Grenzen kommt. Sie sagen ja, wir werden genug Gas haben. Wir haben jetzt gerade ungefähr 65%. Also Moment, Sie sagen ja, wir werden genug Gas haben. Bis jetzt 65% in den Speichern. Nur die Antwort ist auch wieder entlarvend übrigens. Soweit ich weiß, im Herbst sollen wir bei 95% sein. Schaffen wir das überhaupt oder spielen wir da den Bürgerinnen und Bürgern nicht eigentlich zu viel Sicherheit vor? Ich habe nicht gesagt, dass wir in jedem Fall genug Gas haben werden. Ich habe gesagt, es wird weiter Gas kommen und wir werden weiter einspeichern können. Ob die Mengen reichen, das ist davon abhängig, wie kollektiv dieses Land dafür arbeitet, dass es möglich wird. Hm. Die Industrie, das ist das, worauf Winfried Kretschmann anspielt, würde
reduziert werden in der Produktion, bevor private Haushalte oder geschützte Infrastrukturen, Krankenhäuser oder Altenheime und so weiter, auch Gaskraftwerke im Übrigen, von Gasreduktionen erleiden müssten. Und das ist natürlich eine große Sorge, die ich auch teile, dass das passieren kann. Kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen eine große Sorge ist für Herrn Habeck. Realistischerweise ist es ja so, er baut jetzt schon mal vor, ich habe ja nie gesagt, dass es genug Gas gibt. Das Problem ist halt auch, man kann nicht einfach sagen bei Gas, ja, wir reduzieren jetzt den Druck ein bisschen und dann können die Leute weniger verbrauchen oder wir klemmen da irgendwas ab. Das wird nicht gehen. Das Problem ist, wenn der Druck unter einem gewissen Schwellenwert sinkt, dann sperren die Gasthermen und die Gasheizungen automatisch ab, machen, ist ein Absperrautomatismus drin, Absperrventil, was nur durch einen Fachbetrieb wieder geöffnet werden kann. Ja, da kann man jetzt natürlich sagen, ja, da schaue ich mir auf YouTube an und mache ich das selber. Würde ich wirklich dringend davon abraten, als Laie an irgendwelchen Gasinstallationen rumzuschrauben. Ja, das würde ich wirklich tunlichst unterlassen. Und das dauert dann ewig, wenn die doch sehr knapp verfügbaren Handwerker dann auch noch das übernehmen müssen. Ich meine, sie sollen ja auch noch irgendwie 500 Millionen Wärmepumpen einbauen, nur nebenher. Ja, Henning Rosenbusch hat es ganz gut ausgedrückt, dass sie nicht einmal den Mumm haben, zu sagen, wir sind in einer wirtschaftskriegerischen Auseinandersetzung mit euch, Habeck. Oh, diese bösen Russen, schießen die im Wirtschaftskrieg auch noch zurück, konnte keiner ahnen. Geschichten über Turbinen, Habeck rechnet mit Gazprom ab. Das war hier heute am 26. Juli. Und hier, ich weiß nicht von wann das ist, sieht man leider nicht. Moskau schlägt sich besser als gedacht, so funktioniert der Wirtschaftskrieg gegen Putin. Die EU hat die Sanktionen gegen Russland lange vorbereitet und greift jetzt so hart wie nie zuvor. Ja, und Herr Habeck wundert sich, wieso sind jetzt die Russen irgendwie schlecht gelaunt oder was soll denn das jetzt? Ja, wir liefern Panzer, Waffen, Geld in die Ukraine, wir sanktionieren Russland ohne Ende mit allen möglichen Produkten, die da nicht mehr hingeliefert werden dürfen. Damit wird es für die Russen sehr teuer. Natürlich kriegen sie die weiterhin, aber über Umwege und damit ziemlich teuer. Aber letztendlich natürlich ärgerlich für die Russen, aber für Habeck keinen Grund jetzt, dass die Russen da jetzt irgendwie irgendwie angepisst sein sollen. Ja, also das versteht er gar nicht. Wieso? Ja, da kommt aber noch ein weiteres kleines Dingchen dazu. Europäische Solidarität, Österreich will Bayern das letzte Erdgas klauen, das ist rechtskräftig beschlossen. Um was geht's da? Der österreichische Gasspeicher Haidach, der in Österreich auf österreichischem Territorium liegt, aber Bayern und teilweise auch Baden-Württemberg versorgt. Die österreichische Bundesregierung will einen Zahlungsbericht zufolge den für die Versorgung Bayerns wichtigen Gasspeicher Haidach bei Salzburg schnell anzapfen. Wir haben beschlossen, dass alle Gasspeicher auf österreichischem Staatsgebiet an unser Netz angeschlossen werden müssen, sagt übrigens die grüne Energieministerin der Süddeutschen, österreichischen Grünen. Dieser Speicher war bisher nur an das deutsche Gasnetz angeschlossen und versorgte vor allem Bayerns Haushalte und Industrieunternehmen mit Gas. Haidach ist einer der größten Untertage-Erdgasspeicher Europas. Die Speicher sind unser zentraler Sicherheitspuffer für den Winter. Sie seien derzeit zu 50% gefüllt. Ja, da ist dann doch die Jacke näher als die Hose, sage ich mal. Und zwar jedem Land auch von einer angeblichen Einigung bei den EU-Ländern, dass sie alle Gas sparen für Deutschland. Das mag sein, aber die haben auch die Latte hochgelegt, weil alle, nicht alle, aber Griechenland, Portugal, Spanien, Zypern, Polen haben gesagt, nee, no way, nix gibt's. Ja, muss jeder selber gucken. Damit war wahrscheinlich nur die Absicht praktisch da, den Preis hochzutreiben. Dann hat halt Deutschland oder die EU nochmal das Scheckbuch gezückt und gesagt, ja, jetzt hier kriegt ihr Geld, schütten euch ein bisschen zu und dann macht das, sagt einfach mal, machen das irgendwie. Ja. Man muss aber auch dazu sagen, hier mit Bayern, da geht es natürlich auch dem Söder jetzt nass rein, wie man in Bayern sagt, weil das bringt jetzt nicht gerade Wählerstimmen, wenn hier Bayern in der Industrie und auch im Privat hier richtig eng wird, weil das scheint hier wirklich ein sehr wichtiger Gasspeicher für Bayern zu sein. Und die Österreicher sagen jetzt, nö, sagen sie nicht, sondern na, das ist unser. Gut, wie gut unsere doch wirklich
Institute für Weltwirtschaft Prognosen machen können, da muss man sich doch immer wieder wundern. Das ist vom 23.02. Mit diesen Sanktionen trifft der Westen Russlands Wirtschaft am stärksten. Berechnungen des IWF Kiel zeigen, mit welchen Handelssanktionen der Westen die russische Wirtschaft am härtesten treffen würde. Demnach hätte ein Handelsstopp mit Gas einen Einbruch der russischen Wirtschaftsleistung um knapp 3% zur Folge. Ein Handelsstopp mit Öl einen Einbruch um gut 1%. Also hier als Schlusspunkt steht hier, ein Handelsembargo mit Öl hätte für Russland einen Rückgang der Wirtschaftsleistung um 1,2% zur Folge, in Deutschland und der EU um jeweils 0,1%. Ein Embargo für Maschinen und Maschinenteile ließe Russlands Wirtschaft um 0,5% schrumpfen. Ein Embargo auf Fahrzeuge und Fahrzeugteile 0,3% für Deutschland und die EU hätten beide Maßnahmen nur minimale negative Effekte. Und unsere Berechnungen sind exemplarischer Natur, aber sie zeigen klar, dass die mittelfristigen wirtschaftlichen Folgen von Handelsembargos Russland sehr viel härter treffen würden als die westlichen Verbündeten. Es fühlt sich gerade irgendwie ganz anders an. Aus diesem Grund wäre zum Beispiel die Drohung Russlands mit einem Lieferstopp für Gas und oder Öl wenig glaubhaft. Auf der anderen Seite ist ein Stopp von Nord Stream 2 durch die Bundesregierung absolut nachvollziehbar. Was? Hierdurch wird Russlands geopolitische Position nicht noch weiter gestärkt und es bedeutet nicht per se, dass russische Gaslieferungen weiter zurückgehen müssen. Also mit anderen Worten, naja, irgendwie kommen wir da schon durch, aber Hauptsache, also wir glauben, dass Russland da mehr, wesentlich mehr dadurch geschädigt wird als wir. Und 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-fache Gaspreise. Also und dann diesen Konsequenzen, die daraus folgen, ja. Das IFW Kiel wird es schon wissen. Und der Habeck hat nun auch keine Zeit, sich nur mit diesem leidigen Gasthema rumzuschlagen. Nein, es gibt Wichtigeres. Laut Welt am Sonntag hat das Bundeswirtschaftsministerium, Klimaministerium mehr als 156.420 Euro auf ein Vereinskonto eingezahlt, das auch zur Finanzierung der Klimasekte Letzte Generation dient. Also gut, die Bundesregierung verwendet unser Geld, weil nichts anderes ist da. Es ist unser Geld dazu, um Leute zu fördern, die sich auf Straßen oder Ausfahrten von großen Energieunternehmen oder auf Autobahnen kleben, hängen, betonieren, was weiß ich, um den Verkehr dort komplett zu blockieren. Auch Rettungswagen mussten teilweise warten, Privatleute, die mit Kind oder die selbst zum Arzt wollten und mussten, beziehungsweise gefühlt muss ja wirklich jeder irgendwo hin, wenn er im Auto sitzt und des Weges entlang fährt. Ja, also keiner sagt, ja, ist mir wurscht, bleibe ich halt mal hier stehen, ist ja auch schön. Ja. Also dafür wird es, das wird bezahlt von unserem eigenen Geld, Leute. Ja. Nur, es wird auch nicht bestritten. Ja. Habeck-Ministerium fördert Klimaterroristen mit Steuergeldern. Es wird nicht bestritten, es wird nicht dementiert. Es ist so, 156.000 Euro unserer sauer verdienten Kohle, nämlich genau von noch von 18 Millionen Erwerbstätigen, die hier noch netto in das ganze Ding hier einzahlen, ja, alles andere wird rausgenommen, ja, es sind wirklich nur noch 18 Millionen Leute, die hier netto einzahlen, ja, die stemmen den Laden, die zahlen hier die Party und unter anderem auch die Straßen, übrigens auch die Polizisten hier, die hier schön die Leute dann wieder ablösen, ja, in Berlin geht es sogar so weit, da wird dann eine Straßensperre errichtet von der Polizei, damit die da auch nicht irgendwie behelligt werden von wütenden Autofahrern. Liebe Leute, in diesem Sinne, also wir werden von wirklich absoluten Idioten regiert. Man kann natürlich sagen, es ist alles Absicht und so weiter, aber wenn Frau Baerbock schon von Volksaufständen, von Drohnen spricht, ja, wenn das Gas ausgeht, dann ist Ihnen auch bewusst, diesen Vertretern des Regimes, dass das vielleicht irgendwie auch für ganz persönlich mal vielleicht ganz ungemütlich werden kann. Also ich würde mich wundern, wenn die keine Exit-Strategie hätten und schon jetzt wüssten, wo sie sich dann verkrümeln können, wenn es dann vielleicht ein bisschen zu eng wird. Ja, und das könnte durchaus passieren. An der Stelle liken, teilen, abonnieren.
teilen und liken und kommentieren. Und wenn ihr uns unterstützen wollt mit einem kleinen Beitrag auf Ko-fi, Stripe, Bitcoin und Deutsche Bankverbindung. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's das gut, ihr Lieben. Bisschen viel habe ich momentan, ich weiß, aber er ist halt auch jetzt momentan der Watschenbur. Ja. Es ist, man darf sich nur nicht dran gewöhnen an den Wahnsinn. Ja, bitte, da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir das alles plötzlich als ganz normal und erstrebenswert dann irgendwann ansehen. Ja, nein, es ist eine selbstmörderische Himmelfahrtsaktion. Und zwar auf allen Feldern, auf allen Ebenen, die das Regime hier durchzieht. Und ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Verträge, ohne Pardon wird nicht gegeben und Gefangene werden nicht gemacht. So schaut's aus. Das ist deren Motto. Macht es gut. Servus.